Andy und Mani von Creative Shots entschießen Bilder, auch bei extremem Zugwind. Doch das ist nur ein Grund, dass ihre Fotos gut sind. Da steckt Herz und Blut drin, weil sie herzensgut sind. Andy und Mani von Creative Shooting. Servus zusammen, hallo. Hallo. Hi. Guten Abend. Ja, heute neue Reihe. Was ganz Neues, so hat man uns noch nicht gesehen. Nee, Andy Omani im Studio heute, das erste Mal. Und zwar im Mietstudio Wuppertal. Und ein cooles Model haben wir heute, die Snow White. Und ich würde sagen, ihr guckt einfach zu und viel Spaß, oder? Ja, bis gleich. So, wir sind inzwischen angekommen hier oben im Studio. Und ja, ich dachte euch, ich zeige euch als erstes mal das Studio, wo wir heute sind. Also hier im Mietstudio gibt es mehrere Studios. Und wir sind heute oben in dem großen Studio. Und ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. So, dann gehen wir mal rein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das ist sehr eng da drin. Und dann müssen wir mal den Kopf, ja. Ja, muss aufpassen, dass wir den Kopf einziehen. Ist ja ziemlich eng hier. Ja. Ist das nicht ein Traum? Ja, also ein bisschen klein, aber wir kommen auch gerade mit aus, ja, oder? Ja, man soll ja auch nicht übertreiben. Ja. Also, das ist ja wohl echt ein Traum hier, oder? So viel Platz, eine riesen weiße Hohlkehle. Hier seht ihr schon das Lichtsetup, was wir aufgebaut haben. Da erklären wir nachher noch ein bisschen mehr zu. Ja, und hier haben wir ein bisschen Platz. Oh, hier haben wir ein bisschen Platz für unsere Ausrüstung. Und hier hinten haben wir nochmal verschiedene Hintergründe. Und diese coole Tapetenkalenderwand, nenne ich es jetzt mal. Da habe ich auch nachher noch eine Bildidee, die ich umsetzen möchte. Und der Andi hat auch schon ganz viele Bildideen und wir warten jetzt aufs Model. Andi, was machst du denn da? Alles gut, ne? Ich habe nur getestet, ob es vom Licht her auch das gut ist für ein Model oder so. Okay. Das ist der Ankleiderraum hier, ne? Ja. Alles da. Ja, das Model ist mittlerweile da, ist angekommen. Bisschen zu spät, aber okay. Das ist die Annika, bekannt eigentlich als Snow White, muss da mal auschecken. Die macht echt klasse Sachen, selbst fotografiert selber, macht Kostüme und heute ist sie halt für uns als Harley Quinn. Die Böse oder die eine, die den Joker liebt, heimlich, glaube ich. Muss da mal Jurek oder Dennis fragen, wer weiß das. Ich habe unser Model. Die Annika. Yay! Anni, wer ist das? Pika! Pika, Pika! Model ist da und sie hat Spielzeuge mitgebracht. Wer spielt damit? Hier. Ich habe meine Fotos im Kasten, zumindest auf dem weißen Hintergrund. Mani macht jetzt noch seine Ideen und die werde ich mir dann auch holen. Kurz zum Setup, eigentlich nichts Besonderes. Wir leuchten den weißen Hintergrund mit zwei Striplights, volle Kanne auf die Hinterwand. Die bringen auch noch ein bisschen Licht aufs Model, damit die so leichte Seitenstreifen haben. Wir haben von oben ein Beauty-Dish und was noch hier ziemlich cool ist, oben an der Decke ist auch noch eine kleine Lampe, die auch noch extra auf dem Hintergrund aufprallt und noch zusätzlich sorgt dafür, dass der Hintergrund vollkommen weiß bleibt. Ja, wir machen noch ein bisschen und sehen uns gleich am nächsten Set. Bis gleich.
da durchguckt. Ein bisschen tiefer. Noch ein Stückchen. Gehe ich mal ein bisschen mehr zu mir. Zu jedem Fotoshooting gehört auch immer ein Selfie mit dem Model. Perfekt für Social Media und als Erinnerung. Ja, und das machen wir jetzt, würde ich sagen. Mann. Nächsten Set quasi genau gegenüber und jetzt shooten wir auf schwarzem Hintergrund mit schwarzem Karton. Der Andi baut schon hinter mir auf und da haben wir uns als Idee gesetzt, dass wir mit nur einer Lichtquelle arbeiten, mit einem Beauty Dish von ganz hoch frontal oben und ja, unsere Harley Quinn lehnt sich dann ein bisschen an den Hintergrund an und steht da rum und es kommt ein sehr dramatisches Licht, ein sehr böses Licht von oben und alles ist dunkel. Ich probiere erstmal. Andi probiert erstmal. Aber ich weiß, das wird was. Kannst du nach oben ein bisschen schauen? Noch mehr? Und jetzt zum Blitz schauen? Ja. So bleiben? So, das zweite Set ist jetzt inzwischen im vollen Gange. Andi gibt Gas. Und ich zeige euch noch ein bisschen was vom Set. Guckt einfach zu. Nee, mach kurz verbessern. So. Die Idee vom Set ist quasi, dass Harley hier vor dem schwarzen Hintergrund steht. Es ist alles dunkel, vielleicht eine dunkle Gasse oder so. Wir haben dieses Licht von oben. Und hier unsere Assistentin hält hier noch quasi den Aufheller, damit es nicht zu dunkel ist, dass das Gesicht noch ein bisschen aufgehellt ist, quasi entgegen dem Blitz. Machst du das jetzt vernünftig? Wo sind wir denn hier? Mann, ey. Disziplin beim Shooting, das ist das Wichtigste. Und das funktioniert hier gar nicht und da muss man auch mal knallhart durchgreifen. Da kennen wir kein Wenn und Aber. Geht doch! Du schießt du nicht nach oben? Ja, der Batman kommt. Das ist der Batman. Jetzt sind wir auch schon wieder am nächsten Set. Ja, wir sind immer noch hier in dem Studio. Wir haben uns überlegt, wir nehmen jetzt diese coole Zahlenwand als Hintergrund. Das passt ja auch super cool zu dem Thema. Die Harley steht hier in der Mitte und wir fotografieren jetzt nicht mit Studioblitzen, sondern mit dem Aufsteckblitz in der Firefly und das Ganze mit Highspeed. Und ja, Andi, jetzt immer was zu den Einstellungen. Wir sind mal wieder auf. Ich wechsle zwischen 1,320 und 1,400, weil ich bei Blende 2,0 bis 1,8 bin. Ich bin bei ISO 100, ja, und es werden gute Bilder. Ja, zeig mal was. Nur so als... Das kleine Vorschau. Beziehungsweise, ihr habt die dann schon fertig gesehen. Ja, das ist wieder das Gleiche.
Ja, dazu bin ich hier als menschliches Stativ quasi. Genau, mit dem Blitz hier. Das Licht geht ein bisschen leicht vor Sie und ja, reicht aber vollkommen aus. Der Hintergrund wird dadurch schön dunkel, noch ganz leicht Zeichnung drin und das gibt so einen düsteren Bildlook, genauso wie wir es haben wollen. Gerade zu mir gucken, im Kopf, mein, ja genau. Ein bisschen was. Warte, gut. Jetzt haben wir doch noch ein Set draußen gemacht, oder? Aber draußen geht auch, ist vor dem Studio, ist wie im Studio. Ja, was haben wir gemacht, Andi, hier? Wir haben fotografiert. Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen, das letzte Set mit der Harley. Und das Licht kam jetzt wieder mit der Firefly, genau, und dem Aufsteckblitz. Ich kann es jedem empfehlen, das macht so ein geniales Licht, das ist unglaublich, das Teil. Ja. Es ist so klein. Aber da kommt so ein Wumms heraus, das die Lichtcharakteristik, die ist so toll, werdet ihr ja gleich sehen, wenn wir euch ein paar Bilder hier von diesem Set einblenden. Genau. Das ist nur mit einem kleinen Blitz ausgeleuchtet. Mit einem Aufsteckblitz, es ist super mobil und ja, man kann super Highspeed mit diesen Yongnuo Auslösern 6.22, kann man super Highspeed fotografieren, das heißt eine große Blende wählen und das klappt fantastisch. Kann ich jedem empfehlen, der nicht jetzt in eine riesen Ausrüstung investieren will, sich so ein Teil zu holen. Es gibt noch andere Hersteller, die sind genauso top, aber für den Anfang und für draußen, auch für später, wunderbar. Ja. Und dann, wenn ihr noch so Hintergründe habt, wie das Holz hier, was ihr jetzt hier seht, was ihr auch auf den Bildern gesehen habt, Backsteinmauer, das ist einfach perfekt auch für so ein Licht, ja, oder? Genau. Ja, zu dem Set von gerade können wir eigentlich nur kurz sagen, wieder von Hochfrontal die Firefly, den Blitz auf Highspeed gestellt und da muss man eh immer gucken, so leichte Einstellmöglichkeiten mit der Geschwindigkeit, das sind ja minimal. Dann kann man den Blitz ja noch im ETTL einfach höher und weniger hochregeln, in der Kamera direkt, total handlich und absolut empfehlenswert. Das war's. Das war's. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen, wie wir hier an dem Set fotografiert haben, dass ihr auch ein bisschen einen Eindruck davon habt. Und die Bilder. Und die Bilder. Okay. Komm, schon vorne von der Wand. Ja, das war's. Andi und Mani Teil 1 im Studio. Wir sind durch, haben viele Sets fotografiert. Ihr habt ein bisschen zugeguckt. Ein Set haben wir noch gemacht. Da kriegt ihr das Bild ganz jetzt nach dem Outro noch eingeblendet. Und da wollen wir mal wissen, wie das Lichtsetup war. Da haben wir jetzt mal nicht gefilmt. Und als kleine Frage, ich kann schon mal so viel verraten, das ist eine Mischung aus Blitzlicht und Available Light. Aber wo war der Blitz? Das ist die Frage. Oder? Was sagst du dazu, Andi? Können wir ja hören. Ja. Und wen haben wir hier eigentlich in der Mitte? Die haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, oder? Ich habe geschlafen. War die Assistentin. Das ist die Snow White. Auf jeden Fall mal auf Facebook auschecken. So sieht sie aus, wenn sie nicht Harley Quinn ist. ja, und Mietstudio Wuppertal auf jeden Fall auch mal auschecken. Und wenn ihr in der Gegend seid, mieten. Mieten. Ist ein Mietstudio, kann man mieten. Und die Preise sind echt fair und es ist alles vorhanden. Jawohl. Also, Andi und Mani im Studio Teil 1. Wer weiß, vielleicht kommt ein Teil 2. Man weiß es nicht. Und bis zum nächsten Mal.
Andi und Mani von Creative Shots entschießen Bilder, auch bei extremem Zugwind. Doch das ist nur ein Grund, dass ihre Fotos gut sind. Da steckt Herz und Blut drin, weil sie herzensgut sind. Auf ihrem YouTube-Channel kommt jetzt ein runder Einblick, zeigen, wie der Hase läuft und nichts bleibt unbegreiflich. Wenn doch, kannst du's in den Kommentaren fragen. Du kriegst Antworten wie aus Kommissariaten. Bist du Rocker oder Hopper, Boxer oder Zocker? Schau zu und mach dich locker, die hauen dich vom Hocker. Picks aus allen Positionen, sogar von Dachspitzen. Tricks, die sich lohnen, erklärt aus Fachwissen. Gegen diese beiden machen andere nur Skizzen. Die machen aus nem Shooting ein Gewitter aus Blitzen. HDR, Portrait, Fantasy und Tuning. Andi und Mani von Creative Shootings.